Steuerung auch? Oder geht das nur in-game? Die Steuerung geht im Game. Wie gesagt, das Intro ist schon schick. Ja, definitiv. Das war's auch schon. So. Wobei es mir hier deutlich verpixelter alles aussieht, als in der PlayStation-Version. Du strahlst das nicht so auch irgendwie, ne? Ja. Und auch so die Artefakte, so eine Schrift rum und sowas, das meine ich, war bei der PlayStation 2-Version tatsächlich ein Ticken besser. Inzwischen sprechen die verantwortlichen Stellen auf Flächen, ja. 17 Morden des Monsters. Alles deutet auf das Werk eines psychisch schwer gestörten Serienmörders hin. Bei seinem jüngsten Opfer handelt es sich um einen gewissen Professor Werner von Kreu. Ist das jetzt die Maserung der Tür oder sind das Videoartefakte? Das sind Artefakte. Auch wenn du auf die Wand mal zum Beispiel guckst. Die Wand flackert unheimlich. Ne? Einheiten sind angewiesen. Aber die Tür hatte tatsächlich so Struktur. Aber ich glaube, die Struktur mit Videoartefakten. Schlechte Kombi. Bis jetzt hat kein Opfer den Angriff des Monsters überlebt. Aber schöne Orchesterbegleitung. Ja. Ist ja auch damals dann der Trend gewesen, alles richtig mit Orchester einzuspielen. Dafür sieht das Menü deutlich schärfer aus. Aber hallo. Und qualitativ deutlich besser hier. Da kannst du ja ganz kurz mal in den Optionen nach der Steuerung gucken. Wie gesagt, wir sind jetzt hier komplett auf der Tastatur unterwegs. Aktionssteuerung rechts. Kannst du natürlich jetzt auch umlegen, glaube ich, alles auf Aktion, zum Beispiel Steuerung links. Genau, springen mit der wahrscheinlich auch Alt-Taste eher, oder? Würde ich mit Shift machen, springen. Okay, aber ja, springen, ducken. Ich würde eigentlich ganz gerne Aktion auf Enter legen. Ja. Springen auf Shift. Ducken auf STRG. Ja. Rollen, Ende ist gut. Laufen. Die rechte Shift-Taste wäre das jetzt. Ja, lass mal machen. Schleichen. Müssen wir jetzt alt. Waffe ziehen, leer ist okay. Sprinten 0. Ja gut, wir haben wahrscheinlich jetzt auch gar nicht brauchen jetzt für unsere. Ja, für den Test. Unsere Vorstellung jetzt, ja. So, oben und links, rechts ist gut. Und das war's schon. Maus. Ja, wir könnten hier auch mit der Maus die Kamera, glaube ich, ja, bewegen. Das lassen wir mal so. Das sagt mir überhaupt nichts. USB-Receiver, keine Ahnung. Ich glaube, das reicht erstmal für unsere, was auch immer das jetzt für Einstellungen nochmal sind. Hier muss ich nichts ändern? Nee, lass einfach mal. Auf Full HD läuft das Ganze? Ja. Beeindruckend. Ja. Neues Spiel. Hilf mir da. Du musst etwas für mich besorgen. Worum geht's? Ich suche für einen Kunden namens Eckhart die 5 Gemälde der Finsternis. Da ist er wieder, der Eckhart. Warum soll ich mich einmischen? Weil ich verfolgt werde. Da draußen sterben Menschen. Da musst du durch, Werner. Ich hatte jetzt eben gesagt, es ist ein Kunde von ihm. Ich hatte irgendwie gelesen, dass das irgendwie sein Geschäftspartner war, aber sie kann uns helfen. Geschäftspartner, wer weiß, was die Geschichte noch regelt. Ja. Was ich ganz cool finde hier auch in den Cutscenes, ist, dass die Brillengläser so durchsichtig sind. Also zumindest also auf die Schnelle gesehen. Die waren früher dann immer eben irgendwie pechschwarz. Aber wie gesagt, ich finde, dass die Videokodierung deutlich schlechter ist als auf der PlayStation 2. Ja. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Ja. Aber hatte sie keine Fingernägel? Habe ich sie richtig gesehen? Da hast du jetzt gerade mehr drauf geachtet als ich, muss ich gestehen. Müssen wir so machen, gucken. Auf Video.
wie man das so macht, wenn Hunde hinter einem her sind. Man guckt erstmal ganz galant in den Gang und auf die andere Seite. Es ruckelt auch ein bisschen von den Bewegungen, ne? Es ist nicht ganz so flüssig. Ey, jetzt muss ich mal kurz fragen, ich habe jetzt echt nicht aufgepasst, hat sie überhaupt eine Tasche dabei gehabt? Ja, der ist eben den Rucksack angehabt. Ja. Das ist ja der typische Rucksack, den wir in den ersten Spielen immer dabei haben. Ich weiß, ne? Aber ich habe jetzt... Wo sie auch echt nicht immer schön reingegriffen hat hinten, um sich das Medipack rauszuholen. Aber ich hätte jetzt echt nicht darauf wetten können, ob sie jetzt wirklich einen Rucksack auf dem Rücken hatte. Pariser Hinterwürfer. Das sieht qualitativ, das sieht, wie gesagt, deutlich besser aus. Ja, das sieht aber auch ein bisschen... Also die Schrift ist auch schärfer. Ja. Gut, Full HD ist jetzt aber auch ein... Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, die PlayStation 2 Version, die wir jetzt eben hier ja auch auf der Original-Hardware gespielt haben, geht über RGB raus bei mir. Das heißt, ist definitiv das Bestmögliche, was bei der PlayStation möglich war. Ja, also qualitativ deutlicher... Bewegen Sie die Bewegungstasten oder... Deutlicher Sprung nach vorne hier. Ah, Jeff Schokolade, wie man es so braucht. Rückwärts gehen. Mhm. Guck doch mal, ob auch hier der Hund in der Ecke ist. Ja, okay. Aber er sagt nichts. Wenn ich zu nah rangehe, wird er wahrscheinlich... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich Tomb Raider damals gespielt habe. Ob mit Maus und Tastatur oder nur mit Tastatur. Ich weiß es nicht mehr. Also eigentlich eher klassisch nur mit Tastatur. Ich meine auch, aber... Ich glaube, du hattest vorher, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit. Gehen wir ja nur Sie zum Rand der Kiste und... Stellen Sie sich an den Rand dieser Spalte. Also wie gesagt, vom... Drücken Sie jetzt gleichzeitig die Springen und die Vorwärts. Was war? Ich konnte mich nur mit Schleichen vorwärts bewegen. Hm, auch nett. Hä? Ich bin doch gesprungen. Mhm. Kann ich rückwärts springen? Ja. Guck mal. Wie früher. Wie in alten Zeiten. Hä? Was war das denn? Warte mal, ducken. Ah, okay, ducken und aha. Okay. Aber ich wollte also wir können komplett kriechen, das ist vielleicht genau. für Gänge oder sowas später genau. auch notwendig. Ne? Ja, jetzt kann man auch mal hier lesen, was auf dem Schild steht. Europe 2. Und irgendein Tag drauf gesprayt. Ja. Gut, wie gesagt, nur noch mal zur Erinnerung, wir spielen jetzt hier die PC-Version mit allen offiziellen Patches, die Core Design noch nachgereicht hat zu dem Spiel. Na, wird's denn gehen? Ich muss mich echt mit meiner eigenen Steuerung hier ein bisschen... Mach mal, du hast die Tasten eben belegt, nicht ich. Okay. Springen und nach vorne, ne? Dann bist du aber im Schleichenmodus gerade. Ja. Ach, geht doch. Sehr gut. Gibt's ja hinten noch was? Hast du eben gesehen? Das Flacker auf der untersten Sprosse? Ja, aber gut, das sind also die Probleme, die man so damals hatte. Um hinauf. Ganz ehrlich, dafür liebe ich auch diese ganze PC-Steuerung. Alleine für die Rolle, die geht einem so von der Hand. Gut. Ich muss auch sagen, normalerweise sind so Spiele ja auch wirklich prädestiniert für Controllersteuerung eigentlich, auch so Resident Evil oder sowas. Aber bei Tomb Raider hat mich das auch nie irgendwie großartig gestört, das mit Tastatur spielen zu müssen, in Anführungszeichen. Wie kann ich denn eigentlich... Strafen, zur Seite gehen? Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es kann sie nicht. Das war aber so ein Feature früher, oder bin ich... Dann müsstest du nochmal in die Steuerung gucken, ob es geht. Ach, guck mal, die unteren Schränke kann man auch durchgucken. Ja, das hast du auch, glaube ich. Das ist Geld. Das war normal. Nee, aber guck mal, wenn du jetzt nicht geduckt bist und nochmal an dieselbe Schublade gehst mit der Aktionstaste, müsstest du die obere aufmachen.
Oh, Moment. Ja, da geht's schon los mit der Steuerung, ne? Ah, nee. Aber sie hat in der PS2-Version definitiv die obere Schublade aufgemacht, oder? Ja, ich meine schon. Dann gehen wir in die andere Extra Schublade. Grafisches Feature hier in dieser Runde. Da gibt's den oberen. Mhm. Wahrscheinlich ist es das gewesen. So, genau, der Schokoriegel. So, dann machen wir das hier mal fürs Protokoll. Hier komme ich nur mit Gewalt. Kommen wir hier nur mit Gewalt weiter. Ja. So, jetzt ist hier die Frage, wie kann ich hier irgendwie... Die Kamera drehen? Die Kamera drehen. Guck doch mal in die Steuerung vielleicht. Geht auch alles deutlich schneller als auf der PlayStation 2 Version hier, ne? Ja. Ins Menü. Ja gut, mit der Maus wahrscheinlich, oder? Ja, aber da bewegst du die Figur noch relativ. Ach ja. Hä? Okay, ich dachte mal... Oder du musst eine Taste dazu drücken. Nö. Also so ein... In der Tastatursteuerung gerade? Geh mal weiter nach unten vielleicht? Vielleicht gibt es da unten noch mehr. Ich meine, das wäre der letzte da unten gewesen. Ja, dann geht's anscheinend nicht. Ja, ist ja auch Quatsch irgendwie, ne? Wie soll ich denn gleich... Ja, definitiv. Wie soll ich denn gleich wissen, dass ich dann da oben auf der anderen Seite langhangeln muss, anstatt zu springen? Na gut, okay. Gucken wir mal. Oder sie haben es hier so gelöst, dass irgendwie eine Cutscene dazwischen kommt. Entweder das oder dass die Kamerapositionierung vielleicht anders ist. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass du nicht strafen kannst. Also zumindest, was ich jetzt gesehen habe aus dem Menü, weil manchmal, wenn du dich so auspositionierst an der Kante, um zu springen, ist das schon ein ganz gutes Werkzeug. Ich muss auch sagen, was ich damals sehr cool fand, das hatten wir ja auch bei unserer Vorstellung für Teil 1 schon gesehen, dass teilweise, wenn du an Sachen vorbeigelaufen bist und es gab irgendwas Interessantes, hat Lara da hochgeguckt, während du gelaufen bist. Ja, stimmt. Und hat damit irgendwie dem Spieler gezeigt, guck mal, da oben ist vielleicht was interessant sein könnte. Drücken Sie die Vorwärtstaste und die Springentaste. Na, guck mal wieder. Speicher doch vorher gerade mal. Bevor du springst. Ja, komm, ich bin so ein Sicherheitsmensch. Ja, ja. Boah, auch das geht deutlich schneller als auf der PlayStation. Also, das war eine sehr gute Idee, dass wir jetzt gespeichert haben. Als ob ich es gewusst hätte, oder? Das ist so ungefähr das Gleiche, was wir gerade eben auch hatten. Dass du beim ersten Mal da übel abgesoffen bist. Ich dachte aber, das Problem ist, dass du im Schleichenmodus schon wieder bist. Nee, aber dann kann ich ja nicht springen. Und Aktionstaste. Oh, guck mal, Minibar. Och, guck mal. Gut, dass wir hier nochmal runtergeflogen sind. Sehr schön. Und deswegen machen wir jetzt auch mal direkt die Runde rückwärts. Hatten wir nicht gelesen, dass es das Medipack nicht mehr gibt? Dass das irgendwie ausgedient hat? Also es sollte auf... Entschuldigung, ich wollte springen. Du brauchst auch ein Medipack, weil deine Energie ist nicht mehr so die beste. Solltest du vielleicht... Ja, weil ich runtergefallen bin. Nee, ich weiß. Es macht keinen Sinn. Was? Du willst das Medipack da lassen? Ja. Guck mal, ich habe ja volle Energie dann technisch. Ja, aber kein Medipack jetzt. Springen und die Aktionstaste. Ach, das ist mein Problem. Und die Aktionstaste gedrückt halten. Gedrückt halten und nach oben. Ich muss erstmal reinkommen. Alles gut. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, ich sehe Schokolade. Das ist ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel. Ich habe auch das Gefühl, dass der Bildausschnitt ein bisschen größer gewählt ist hier bei der PlayStation-Version. Kann das sein? Oder hast du das gleiche Gefühl? Den Schokoriegel habe ich jetzt eben, als wir rübergesprungen waren, in der PlayStation-Version nicht direkt gesehen. Das mag aber mit generell an der Kameraführung liegen, dass die ein bisschen fragwürdiger ist. Oder an der Auflösung, weil wir hier mit Full HD quasi 16:9 unterwegs sind. Ich glaube, die PlayStation 2-Version war eher noch 4:3, ne? Ja. Stellen Sie sich vor die Regenrinne. Ja, das wissen wir schon. Halten Sie die Gehen. Um die Regenrinne oben zu verlassen, drücken Sie vorwärts und diagonal in die gewünschte Richtung. Vorwärts und diagonal? Lassen Sie mich hier nicht hängen. Ich muss auf das Dach, bevor mich die Kraft verlässt. Ich lasse Sie nicht hängen. Jetzt lasse ich dich hängen. Eigentlich könnte ich mich um diese Ecke hangeln. Was sagt mir das? Dass du dich wahrscheinlich um die Ecke hangeln sollst. Drehen? Achso, es macht keinen Sinn. Ja, also. Ja, da muss man jetzt wieder ein bisschen taktieren mit der Kraft, ne? Ja, geht ja.
Schön die Raben hier. Geschafft. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss. Ja, ja. Die hatten wir auch schon gerade, ne? Das genau, wir wissen ja inzwischen, was wir tun müssen. Jetzt wollen wir mal gut gucken. Ich muss nur die Türen aufmachen. Hinten um die Ecke gab es erstmal einen Medipack. Mal gucken, wie gut das drücken und ziehen hier. Schon wieder Schokolade, ne? Oder sowas? Ja, das wäre das Pillendöschen, genau. Das Pillendöschen mit dem Kaugummi-Streifen. Haben wir nicht ein Inventar, wo wir gucken können, was es ist? Nö. Wie komme ich an den ernsten Inventar? Achso, I wahrscheinlich, ne? Nein. Okay. Guck nochmal die Option. Aha. Interessant. Es gibt kein Inventar. Wir haben es und fertig. Ich habe ja auch leider nicht mehr die Anleitung von der PC-Version. Ich finde mal im Notfall im Internet. Ich guck doch gerade mal unser Lösungsbuch, was denn da drin steht. Tab. Tab-Taste. Stellen Sie sich nicht. Bandage, wenn verhindern Blutverlust, stellen 40%. Ah, ja, okay. Also wenn der Hund uns beißt, 10% mit Schokolade, das ist glaubwürdig. Drücken und halten. Es ist auch generell ich bin jetzt ein bisschen alles, vorsichtig. Ja, alles ein bisschen heller, habe ich das Gefühl, als in der PlayStation-Version. Und nicht ganz so bunt. Bunt weiß ich nicht. Die PlayStation-Version war sehr, sehr bunt. Das ist hier nicht der Fall. Ich finde es zumindest von meinem Gefühl her aus deutlich schärfer. Ja, das auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, wir sind hier in Full HD unterwegs. In der PlayStation 2-Version hatten wir ja maximal SD-Qualität, also sprich 720x576. Ich muss einfach nur einen Schritt wagen hier. Ne? Ja, ja, ich kann nicht. Ja. Okay, oder so. Lass los. Komm schon. Ich muss mich zu diesem Gang hangeln. Aber okay, aber das ist genau. Okay, gut, wir haben die Kameraführung und ich weiß, dass ich da hin muss. Ich brauche jetzt keinen Rundumblick. Ja. Kann man. Na, vielleicht ändere ich die Tasten noch. Verwechsel. Unten runter. Aber für mich als PC-Spieler ist es. Was meinst du von auch generell von der Störung? Reagiert es genauso, auch gerade wenn du dich drehst oder sowas, dass das im Moment hakt, bevor es losgeht? Ja, aber finde ich weniger als auf der Konsolenfassung. Mhm. Finde ich ein bisschen ansprechender. Auch traurig, dass sie gar nichts rausnimmt. Ne? Ja, also da hätte man irgendwie wenigstens mal so ein Element mit reinbauen können. Oder da vielleicht eine kurze Cutscene. Ja, wenn man schon den Aufwand mit dem Schrank macht, dann hätte man das wenigstens noch einbauen können. Das ist so ein Ding. Okay. Du kannst immer noch speichern, ja? Ach so, ich kann nicht nur, ich müsste. Es geht ja auch rasend schnell. Also ja. Das ist jetzt krass. Das muss ich sagen, war auch damals bei der PlayStation-Version von Tomb Raider 1, die wir hier auch schon mal gezeigt haben, echt ein Manko, finde ich, dass du nur fixe Speicherpunkte nach bestimmten Zeiten hast und nicht jederzeit speichern konntest. Weil das ist gerade so ein Ding, gerade vor so schwierigen Sprungpassagen oder sowas, habe ich auch damals auf dem PC immer zack, einmal speichern, weil du wusstest genau beim ersten Mal verkackst es in der Regel eigentlich. Ne? Und genau deswegen ist es auch abgeschafft worden, um so ein bisschen die Leute noch länger dran zu halten, denke ich. Aber es hat genauso viel Spaß gemacht, wenn du speichern konntest. Eigentlich ganz im Gegenteil. Also das hat den Frustfaktor halt extrem niedrig gehalten. Auch wenn du einen Sprung halt fünfmal vielleicht machen musstest, bis du es geschafft hast. Aber du musstest nicht jeweils nochmal irgendwie 10 Minuten spielen, bis du da hingekommen bist. In keiner Mauer verstecken, drücken Sie neben der Mauer die Aktionstaste. Da kann ich auch um Ecken spähen. Ist das jetzt das? Aber Aktionstaste? Das ist halt so richtig Splinter Cell-mäßig gemacht auch, ne? Also das ist mit Sicherheit, weil das Spiel ja ein Jahr vorher rauskam, Splinter Cell 1, das ist mit Sicherheit auch einfach richtig abgekupfert davon.